Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Konstanzes Stempelwelt. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und ihr hattet auch so ein schönes Wetter wie ich. Ich möchte euch heute eine neue Karte präsentieren. Und zwar zoome ich euch mal so ein bisschen näher ran, damit ihr das seht, um was es mir genau geht. Also es ist eine sehr frühlingshafte oder fast schon sommerliche, tropische Karte. Und zwar geht es mir darum, ich möchte euch zeigen, wie ihr mit Framelits nicht nur schneiden könnt, sondern auch embossen könnt. Ich finde das eigentlich ganz schöne Technik, mit der man wirklich unheimlich viel machen kann und vor allen Dingen gewinnen natürlich da die Framelits auch nochmal zusätzlich an Wert bzw. einfach an Nutzungsfaktor. Und das finde ich ganz praktisch, weil man kann mit den Motiven dann wirklich ganz tolle Sachen im Hintergrund anstellen und so ein bisschen gestalten, so ein bisschen Bewegung in den Hintergrund reinbringen, ohne dass man eigentlich viel macht. Genau, ich lege dann auch gleich schon mal los und zeige euch einfach schon mal, was ihr ungefähr braucht. Und zwar, als Grundkarte habe ich mir wieder einen Karton zurechtgeschnitten, in Flüsterweiß, und zwar hat der die Maße 14 x 12 cm. Ihr falzt dann einfach bei 12 cm auf der langen Seite. Dann braucht ihr ein Stück Minzmakrone. Das ist ja eine Farbe, die jetzt wiederkommt im neuen Katalog, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und der Karton hat die Maße 9,8 x 9,8 cm. Und dann dazu, das kommt dann oben drauf, noch ein Karton in Flüsterweiß in 9,5 x 9,5 cm. Und dann habe ich einfach noch so ein paar kleine Teile, wie ich es jetzt mal nenne. Und zwar einen Streifen, der wird später noch bestempelt. Und zwar in den Maßen 11 x 2 cm. Und dann habe ich einfach nur ein bisschen Material, und zwar einmal Limette, so ein, könnt ihr auch ein Restchen verwenden, das ihr noch zur Verfügung habt. Dann ein bisschen Kirschblüte, nochmal Minzmakrone und dann habe ich hier noch eine Farbe, die ist jetzt leider auch am Auslaufen. Das ist Smaragdgrün, ihr könnt euch die jetzt noch sichern, wenn ihr die wollt. Oder ihr nehmt einfach ein Grün her, das ihr ganz schön findet und was einfach ganz gut dazu harmoniert. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mal mit dem wichtigsten Teil an. Beziehungsweise, nein, wir machen eine Kleinigkeit vorweg. Und zwar, wir werden jetzt zuerst den Spruch stempeln, du bringst mich zum Lächeln. Einfach aus dem Grund, weil die schwarze Tinte etwas länger braucht zum Trocknen. Und wir stempeln das einfach jetzt schon mal und die kann dann trocknen, während wir dann einfach die anderen Sachen erledigen. Genau. Ich verwende dazu heute mal wieder meinen Stamparatus. Ich habe euch den ja schon mal gezeigt, wie der funktioniert. Ich nehme mal eine Acrylplatte ab, weil ich die ehrlich gesagt nicht brauche. Und nehme eins meiner Stempelsets, die ich heute zur Verfügung habe. Und zwar ist es ein etwas älteres Set schon. Das ist vom letzten, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich glaube Sommerkatalog sogar. Ja, voller Farben heißt das und ich mag das immer noch ganz gern, weil ich finde, es sind so viele tolle Sachen drin, die man verwenden kann das ganze Jahr. Und deswegen, ja, fliegt es sicherlich bei mir persönlich nicht raus. Und ich nehme den Spruch, du bringst mich zum Lächeln. So, dann schnappe ich mir da hinten einfach einmal einen Magneten. Ich räume die immer ganz brav auf. Ihr habt das ja sicherlich schon mitbekommen. Die sind etwas, ja, sensibel, sage ich mal. Die sind hochwertig, aber gleichzeitig sind sie auch etwas sensibel. Und deswegen verwende ich immer, ehrlich gesagt, ganz vorsichtig nur einen Magneten. Versucht dann auch nie die beiden Magneten zueinander zu bringen, dass die sich anziehen, weil sonst brechen die. Oder auch wenn sie euch runterfallen, die sind, wie gesagt, etwas sensibel und deswegen immer ein bisschen vorsichtig damit umgehen. So, was ich hier mache, ich klemme jetzt diesen Papierstreifen einfach hier schon mal fest, lege dann hier meinen Stempel drauf, so wie ich denke, dass der gut liegt. Vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter hinter, weil ich möchte davon ja noch mein Fähnchen stempeln. Stempeln, stanzen. So, so sollte es passen. Klappt mir das einfach mal hier runter, meine Acrylplatte. Nehmt dann den Stempel hier mit auf. So, jetzt seht ihr das wahrscheinlich nicht mehr, das ist nicht mehr im Bild. Ich schiebe euch jetzt gerade mal runter. Was ganz praktisch ist, wenn man sich hier dieses Stempelset hier drunter legt, das hat ungefähr die gleiche Höhe. Und dann passt es ganz gut zum Benetzen des Stempels. So, großzügig Farbe drauf. So, dann nehme ich das hier wieder weg, ich schiebe euch wieder ins Bild und dann einmal runterklappen
und andrücken. Das Schöne ist ja beim Stamparator, wenn es nicht beim ersten Mal klappen sollte, dann kann man das Ganze nochmal benetzen. Ich mache das nochmal beim L, ist es ehrlich gesagt nicht ganz so schön geworden. Da sind noch ein paar kleine weiße Flächen, aber das ist wie gesagt nicht schlimm. Ich klappe es einfach nochmal runter, nochmal andrücken und jetzt soll es passen. Genau, jetzt ist ein richtig schöner, satter, schwarzer Abdruck. Und den lege ich jetzt wie gesagt zur Seite, damit der ein bisschen trocknen kann. Den bearbeiten wir dann später weiter. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich mache das dann sauber, wenn ihr nicht mehr da seid. Jetzt kommen wir auch schon zum wichtigen Teil. Und zwar braucht ihr dazu die Big Shot. Ich stelle die euch einfach hier mal ins Bild. Und dann habe ich mir aus dem Framelit Set Botanical Builder Framelits, das wäre dieses hier, einfach ein paar von diesen Blättern rausgesucht. Das ist dann einfach noch eurem Geschmack, wie ihr euren Hintergrund prägen möchtet. Ich lege euch die jetzt gerade mal hier so einen Rand hin. Dann, was ihr machen müsst, wenn ihr diese dünne Platte, diese neue Schneideplatte verwendet, ihr nehmt einfach dieses dicke Teil, das etwas dünnere Teil. So, und jetzt ist ganz wichtig, jetzt müssen wir ein bisschen mogeln, nenne ich das jetzt einfach mal. Und zwar, ihr bekommt bei jeder Lieferung von Designpapier so einen Pappdeckel mit und den schneidet ihr euch einfach zurecht, sodass das einfach in eure Big Shot reinpasst. Da braucht ihr nämlich einfach den als Unterlage. Ich sage euch auch gleich warum. Dann braucht ihr einfach einen Farbkarton nach Belieben. Ich habe jetzt einen genommen, den ich jetzt nicht so oft verwende und den ich nicht unbedingt brauche. Den nehmt ihr euch. Dann braucht ihr ein Stück Silikonmatte. Entweder ihr verwendet die Silikonmatte von Stampin' Up, die man als Stempeluntergrundmatte verwenden kann. Oder ich habe hier auch eine, ja, ich glaube, das war mal irgendwie so eine Backsilikonmatte und ich habe mir die jetzt einfach zurechtgeschnitten. Die legt ihr euch da drauf. So, einfach aus dem Grund, ihr braucht dieses, ich sage jetzt mal, Sondersandwich, einfach um etwas Höhe zu gewinnen, weil ihr nehmt ja einen Teil von eurem Untergrund weg. Wir nehmen nämlich jetzt hier unten ja keine Acrylplatte her und ich brauche aber dennoch etwas Höhe zum Prägen, aber es soll natürlich nicht zu extrem geprägt werden und deswegen behelfe ich mir halt damit. Dann verwende ich einen Cardstock eurer Wahl. In dem Fall habe ich eben einen weißen Hintergrund verwendet, aber ihr könnt es natürlich auch mit jedem anderen verwenden. Und jetzt ganz wichtig, ihr nehmt euren Framelit, aber ihr legt ihn nicht mit der Schneidefläche nach unten, sondern ich nenne es immer die weiche Seite, die schöne Seite, die legt ihr auf das Papier, weil sonst schneidet ihr nämlich das Papier durch und gleichzeitig natürlich ja auch eure Silikonmatte und das wollen wir nicht. Und was jetzt eigentlich auch immer ganz schön ist, wenn man zum Beispiel, ich schiebe das jetzt nochmal hier raus, ein Blatt hier reinlaufen lässt. Und ich zeige euch, wie das jetzt funktioniert. Ich habe jetzt eben, wie gesagt, mein Sandwich sozusagen fertig gebastelt, lege zum Schluss noch meine Schneideplatte drauf, beziehungsweise ich nehme die andere, die ja schon ein bisschen hergenommen ist, die ich normalerweise immer unten habe. Das geht jetzt relativ leicht, aber das macht nichts, ihr werdet gleich sehen, wie das Ergebnis aussieht. Es hat nämlich schon gereicht, so, ich hoffe, ihr seht es. So sieht das Ganze aus und es ist ein bisschen geprägt, es ist ein bisschen erhaben und das mache ich jetzt auch mit dem restlichen Papier. So, jetzt schiebe ich es wieder hier durch. Okay, immer schauen, dass ihr wunderbar auf diesem Papier drauf seid, damit ihr einfach von der Höhe was habt und damit es ausreicht. Und dann geht es eigentlich ganz kunterbunt, könnt ihr euch die Blätter jetzt hier so drauflegen, einfach um so ein bisschen tropische Stimmung zu erzeugen. Und das Schöne ist, man kann auch gleichzeitig mehrere auflegen und dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller und man sieht vor allen Dingen, wie das dann zusammenpasst. Ich koppel das jetzt wieder hier durch. Jetzt nehme ich meine Blätter ab und man sieht ganz toll, wie das eben hier jetzt geprägt wurde. So, und das mache ich jetzt so lange, bis ich von mir aus sage, so, mein Blatt ist jetzt perfekt, so gefällt mir das jetzt, so bin ich jetzt zufrieden. Genau, ich werde jetzt für euch ein bisschen nach vorne spulen, damit ihr euch nicht langweilt, solange ich jetzt hier beschäftigt bin. So, jetzt bin ich auch schon fertig mit dem Prägen. Ihr seht, es hat ganz wunderbar funktioniert. Es ist einfach ein kleiner
Effekt im Hintergrund und ich finde das eigentlich ganz schön und mir fällt das auch ganz gut und wie gesagt, es ist halt noch ein Zugewinn für die Framelits, weil man halt noch ein bisschen mehr als Schneiden mit denen anfangen kann. Was ich jetzt auch noch mache, ich möchte das Ganze noch so ein bisschen optisch hervorheben, deswegen nehme ich mir meinen Aquapainter und auch noch eine schwarze Stempelfarbe. Ich habe hier diese Archival Stampin' Pad und drücke mir so ein bisschen Farbe in meinen Deckel. Und den Stamperators, wollte ich sagen. Den Aquapainter könnt ihr so ein bisschen Wasser rausdrücken und dann einfach so ein bisschen aufs Papier sprenkeln. Das war fast ein bisschen zu viel. Und dann kommen so kleine schwarze Tüpfelchen. Und ich finde, das ist gleich nochmal so ein kleiner Wow-Effekt für den Hintergrund. Und es hebt das Ganze auch nochmal so ein bisschen optisch hervor. Gut. Das kann jetzt ein bisschen trocknen, während wir weitermachen. Und zwar, ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass ich noch ein paar Papiere habe. Mit denen kann man dann noch Blattwerk ausstanzen, so wie ich es hier gemacht habe. Das habe ich ebenfalls mit den Botanical Builder Framelits gemacht. Das sind eigentlich die gleichen Blätter, die ich hier auch geprägt habe. Und das Ganze habe ich jetzt für euch schon mal vorbereitet. Das sieht dann so aus. Ich habe eben mit Limette so ein Wedel hier rausgestanzt und dann nochmal Blätter im Minzmakrone und in dem Smaragdgrün. Und zusätzlich habe ich dann eine kleine rosarote Blüte, da habe ich sozusagen den Blütenstand hier embossed in Weiß und dann auch nochmal ausgestanzt. So, mal schauen, ob das alles hier trocknen ist, ja? Damit dass man den ganzen Abdruck hier, einen schwarzen Abdruck dann auf der Karte hat. Was wir jetzt hier machen können, wir können jetzt halt hier schon mal den Cardstock aufkleben. Und zwar nehme ich dazu meinen Tombow-Kleber. Gut verteilen, ihr kennt es ja, der klebt dann ganz gut. Und dann immer schauen, ob das passt von den Abständen so ungefähr. Schön verstreichen. Dann könnt ihr auch schon mal eure Blätter anbringen. Einfach so ein bisschen mit Tombow, damit überall ein bisschen was von dem Kleber hängt. So, jetzt gehe ich das mal wieder nicht hoch, aber mit der Schere geht es immer ganz gut. Ich habe das jetzt so ein bisschen kunterbunt hier aufgeklebt. Das kann auch gerne ein bisschen überlappen. Finde ich, schaut dann ganz nett aus, weil das hängt dann, sage ich mal, über die Grundkarte, also über diese Fläche drüber und auf die Grundkarte drauf. Und ja, ich mag das ganz gern, wenn es nicht ganz so ordentlich ist. Schaut so ein bisschen frecher aus. Passt zu mir. Schon wieder. Ich habe jetzt meine Blätter hier festgeklebt. Was wir jetzt machen können, wir können jetzt weitermachen mit unserem Fähnchen. Die Blume, die bringe ich gleich an. Ich möchte sie bloß, so wie hier es ist, so ein bisschen unter meinen Banner drunter schieben und deswegen mache ich das dann mehr oder weniger zum Schluss. Dieses Fähnchen möchte ich jetzt gern noch stanzen und zwar mit diesem Dreieckfähnchenstanzer. Einfach mal umdrehen, die Ecke rausstanzen. Und dann kann es hier auch festgeklebt werden. Ich habe dazu einfach ein paar Stampin' Dimensionals verwendet. Zwei Stück sollten eigentlich auch ausreichen. So. Und jetzt so aufkleben, dass ihr die Enden dieser Blätter so ein bisschen abdeckt. Und dann schauen die Blätter einfach hier oben raus. Jetzt kann man noch die Blume festkleben. Dazu habe ich jetzt einfach so einen Glue Dodge verwendet. Dann klebt es am besten. Den einfach mit dem Paper Piercer abnehmen. Und dann könnt ihr das hier so ein bisschen, umdrehen sollte ich es, drunter schieben. Und schauen, wie ihr euch das am besten
hinklebt. Mir gefällt das so ganz gut. Okay. Gut, was ich als nächstes mache, ich habe hier noch so ein bisschen Embellishment. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Ich finde die übrigens ganz, ganz süß. Akzente, Herzen und Sterne aus Holz. Ich habe mich lang ehrlich gesagt nicht dran getraut, aber mittlerweile finde ich die wirklich ganz, ganz süß und ganz putzig. Und da gibt es verschiedene Formen, verschiedene Größen. Und ich nehme jetzt vielleicht mal das komplette Herz hier. Ups, der Stern fällt jetzt hier raus. Muss ein bisschen aufpassen. Die sind sehr, sehr filigran. Ja, einfach hier aufräumen, vielleicht noch ein kleines Schächtelchen reinmachen, dass nichts passiert. Und das muss ich mir gleich nochmal zusammenbauen. So, hier. Kleines Herz in das große Herz. Und vielleicht klebe ich das am besten hier mit so einem kleinen Stückchen Stampin' Dimensional noch fest. Ich mache mir den jetzt hier einfach mal hinten drauf. Was ich davor aber noch mache, bevor ich es festklebe, ich habe noch ein Stück Leinenfaden und schneide mir ein kleines Stückchen ab. Bind mir eine Schleife. Schleife immer so ein bisschen eine Friemelarbeit. Okay. Dann hätten wir das auch. Ja, heute hat es ein bisschen länger gedauert als sonst. Aber wir haben das jetzt hier auch schon. Die Enden kürze ich so ein bisschen. Und das Ganze befestige ich jetzt auch wieder mit einem Glue Dot. Der ist quasi unsichtbar und trägt auch nicht so auf. So, jetzt kommt noch mein Herzchen oben drauf. Das hält jetzt auch ganz schön, weil beide Herzen eigentlich auf diesem Stampin' Dimensional ja so ein bisschen aufsitzen. Und dann kann ich mir das jetzt da drauf drücken. Dann klebt es jetzt auch schön fest. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Ich habe noch ein paar Embellishments, die machen wir gleich noch. Zuvor klebe ich das Ganze jetzt mal auf meiner Hauptkarte auf. Wer mag, kann es jetzt auch mit Stampin' Dimensional so festkleben. Dann hat man noch mal so ein bisschen 3D-Effekt. Dazu einfach hier in den Vierecken einfach noch mal ein Dimensional aufkleben. Und dann poppt das Ganze so ein bisschen hervor. Ich finde das immer ganz hübsch. Und man merkt deutlich einen Unterschied, wenn man etwas flach aufklebt und wenn man so ein bisschen Abstand hat. Das ist gleich mal so ein kleiner Wow-Effekt. Auch hier wieder schauen, dass man einigermaßen in der Mitte ist. Mir passiert es auch manchmal, dass ich schief komme. Aber ich glaube, so soll es einigermaßen passen. Ein bisschen andrücken. So. Und was ich jetzt noch habe, ich habe hier noch ein paar Embellishments, das sind auch neue Embellishments. Und zwar gibt es die jetzt in der Farbe Minzmakrone. Ich glaube, das ist Grapefruit. Da muss ich spicken. Ich glaube, Brombeere heißt es. Und dann noch Schwarz. Und die sind selbstklebend, also auch wie die Strasssteine. Und ich finde die echt total süß. Ich mag gerade die schwarzen kleinen, wie man sieht, da sind jetzt gar nicht mehr so viele da. Aber ich finde, die machen sich hier zum Beispiel auch bei der Karte wieder ganz gut. Einfach so ein, zwei bloß hier draufsetzen. Mehr braucht es ja schon fast gar nicht. Hier noch eins. Ja. Und dann sind wir quasi eigentlich auch schon fertig. Ups. Mit unserem Kärtchen. Ich nenne es jetzt mal Tropical Feelings. Passt gerade zu meinem Befinden. Ich fühle mich hier auch gerade so ein bisschen tropisch, weil es sehr, sehr heiß ist. Es scheint hier gerade die Sonne rein. Ich fühle mich gerade schon wie so ein Brathähnchen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Videotutorial gefallen und ihr habt jetzt ein bisschen was dazugelernt, wie man eben Framelits noch verwenden kann, außer zum Schneiden. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Nachwerkeln und würde mich natürlich freuen, wenn euch mein Tutorial gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Also, bis bald. Tschüss!